guten Tag zum nächsten Video, beziehungsweise guten Abend. Wir haben hier eine kleine Lichterkette, aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Aber ich fand, das ist ein schöner Start in das Video. Wir sind nämlich hier immer noch drin und weitergekommen. Jetzt ist gerade der 30. Oktober, aber ich zähle das Video in den November mit rein, weil den Rest machen wir jetzt wirklich im November. Hier ist praktisch das WC schon fast bis oben hin gefliest. Auch hier sind die Fliesen dran. Und auch hier, man hat ja schon einiges gesehen. Wir haben jetzt Montag und Dienstag noch weiter gearbeitet. Heute ist Mittwoch, heute machen wir eine Auszeit, weil gleich noch Besuch kommt. Aber man sieht hier schon die schöne Effektfliese, die Mosaikfliese. Die kommt einmal rundherum. Und ja, das ist praktisch der jetzige Stand zu den Fliesen hier im Bad. Und am Feiertag werden wir ein wenig weitermachen und dann nehmen wir euch natürlich mit. Hallo! Hey! Wir sind jetzt wieder fleißig. Heute ist zwar der Feiertag. Wir haben gerade mal getestet. Wir haben jetzt den Bock zum Schneiden unten in den Waschkeller gestellt. Und die Tür zugemacht. Ich bin einmal ums Haus gelaufen. Man hört echt nichts. Es schüttet ja gerade hier aus Eimern hier draußen. Das ist ein richtiges ekliges Regenwetter. Mhm. Und der schluckt auch nochmal den Flexlärm ein bisschen. Und wir haben vor, ein bisschen vielleicht die Wände heute fertig zu machen. Ja, das wäre natürlich richtig cool. So viel braucht es ja eigentlich nicht mehr. Da müsste man eigentlich schaffen können. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Aber wir machen heute natürlich auch chillig. Jetzt ist natürlich schon fast 3, ja, weil wir bis 4 Uhr nachts noch beim Krimi-Dinner zu Halloween fahren. Wir immer zu Freunden und machen da ein Krimi-Dinner. Und es ist ein langer Abend geworden. Bisschen. Lange geschlafen, jetzt Anlaufzeit. Jetzt haben wir aufgebaut und jetzt legen wir aber los. Genau. Ja, dann viel Spaß! So, ich zeige mal einen kleinen Zwischenstand. Wir machen jetzt eine Pause, weil wir noch nicht gefrühstückt haben und es ist jetzt gleich 5 nachmittags. Wir machen direkt ein Mittagessen gleich, aber die letzten Fliesen kriegen wir auf jeden Fall noch an die Wand. So sieht es momentan aus. Wir haben hier diese Mosaikstreifen gemacht. Die beiden müssen zugeschnitten werden. Das sind 2 ganze, deswegen fangen wir mal mit denen an. Dann wird die eingesetzt und die stößt dann davor. Aber die ist schon angezeichnet. Genau, so sieht's aus. Wir haben die Wand, die ist natürlich krumm und schief. Also bei der nächsten Renovierung, das Bad wird vielleicht irgendwann mal dann auch neu gemacht. In, ich weiß nicht, 5 Jahren oder irgendwann, wenn wir uns das satt gesehen haben, werde ich vielleicht einen Fachmann kommen lassen. Auf jeden Fall haben wir hier den Mosaikstreifen nur halb hoch. 2 Streifen. Eigentlich müsste der hier mittig aufhören, hier, damit er tschack mit dem Koffer bündigt wird. Man sieht das hier an der Fuge, hier müsste der aufhören, also an diesem Strich hier müsste das aufhören. Aber wir haben uns gedacht, wir lassen einfach das ein bisschen überstehen und dann hat man hier eine Kante, aber dann hat man nicht so angeschnittene Mosaikstreifen. Genau, am Klo kommt dann auch dieser Mosaikstreifen noch dran. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera sichtbar ist, aber hier die Wand ist, können wir vergessen. Die beiden Wände sind ganz gut und so sieht praktisch der Zwischenstand des Badezimmers aus. So, es ist gleich 8 Uhr und das ist unser Zwischenstand. Das Akku ist leer. Wir sind kaputt. Hier ist dunkel draußen. Wir haben hier eine Bordüre gemacht. Hier dieses silberne Ding. Oben kommt noch die Fensterbank drauf. Die haben wir heute nicht mehr gemacht. Dann hier mit Absetzung und hier wird ganz normal die Wand verputzt und gestrichen, genau wie hier. Aber das ist unser Zwischenstand und ich bin ziemlich zufrieden, gerade mit der schiefen Wand. Man sieht, der Spalt hier ist ziemlich groß,
Aber das kriegen wir auch hin. So, der nächste Tag ist angebrochen. Und wir waren gerade schon im Baumarkt, haben nämlich noch Mörtel für den Boden geholt. Und jetzt sind wir dran, noch die Seite hier zu verkoffern. Wir haben noch eine Schiene gekauft, die da noch dran muss. Und ja, hier oben kommt halt der Streifen noch hin. Ebenso wie hier oben. Hier ist schon die Linie angezeichnet. Und da nehmen wir euch einmal mit. So, die Wand haben wir jetzt schon fertig. Boden haben wir noch nicht geklebt, aber wir haben hier schon Fliesen zurechtgeschnitten. Wir verlegen jetzt einmal, also wir machen den ganzen Boden ohne zu kleben und werden hier alles einmal zurechtschneiden, weil wir auch durch die schiefen Koffer und Wände teilweise ein bisschen nicht gerade abschneiden müssen. So passt das dann zumindest alles. Und dann werden wir das Ganze einmal verlegen. Soweit sind wir jetzt schon. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir den Boden heute fertig bekommen. Ich habe gestern tatsächlich die Kamera hier auf der Fensterbank vergessen. Und wir konnten aufgrund der Fliesen ja nicht rein. Aber so sieht unser Endergebnis aus. Es ist schon betretbar. Nach 3 Stunden ist es betretbar. Und nach 4 Tagen ist es belastbar. Dann werden wir auch verfugen. So sieht der Boden aus. Das ist auch halt so ein Sahara-Boden, also so ein bisschen wellig. Sieht auch wie die Fliesen hier an der Wand. Und genau, mit dem Mosaik sieht das so aus. Wir haben das mit so einem Fließmörtel gemacht, weil wir an der Stelle einen Hochpunkt hatten und der Boden nach da abfällt, um 1 Zentimeter. Und wir mussten halt 1 Zentimeter überbrücken. Klebespachtel überbrückt keinen Zentimeter, das sind ja nur mit einer 6 mm Zahnung oder so. Auf jeden Fall haben wir hier mit einem 1,5 cm Zahnung dann gearbeitet, weil hier die tiefste Stelle ist. Und da der Hochpunkt und hier ist der Boden relativ eben. Das liegt daran, dass das unterschiedliche Räume waren. Hier haben wir ja eine Wand rausgerissen. Der Boden ist daher viel tiefer als hier. Auch mit der Ausgleichsmasse hat man es nicht ganz hinbekommen. Der Boden ist trotzdem nach dahin abgefallen. Und diese Fliese hier, die ist am höchsten Punkt. Und die Fliese am tiefsten Punkt. Das heißt, zwischen den beiden Fliesen wäre eigentlich 1 Zentimeter Versatz. Wir haben die aber so weit aufgefüttert, dass die hier weitestgehend bündig sind. Wir sind, wie gesagt, ja Anfänger. Man kriegt es nicht ganz bündig hin. Und dafür, dass wir aber das allererste Mal gefliest haben, bin ich relativ stolz mit dem Ergebnis, weil wir fast... Also gar keine Übergänge. Das ist wirklich komplett gerade. Hier ist die tatsächlich ein bisschen nachgesackt. Ist irgendwie 2 mm tiefer oder so. Warum es trotzdem ein bisschen aussieht, als wenn da Versprünge sind, liegt daran, dass der Mörtel hier ein bisschen Schatten wirft. Hier ist noch ein Bleistiftstrich, das schwarze. Auch da ist ein bisschen Mörtel. Das müssen wir noch ein bisschen rauskratzen. Das habe ich da gar nicht rausgekratzt. Eigentlich habe ich versucht, das am Vortag rauszukratzen. Weil Mörtel rauskratzen, wenn er fest ist, ist immer ein bisschen blöd. Aber so sieht unser gefliestes Bad jetzt aus. Wir sind tatsächlich fast fertig mit den Fliesen.
fast, weil wir hier noch die Fensterbank verfliesen möchten. Da kommen auch diese Mosaikfliesen drauf. Das wird aber im Laufe der Woche, Montag, Dienstag oder so gemacht, weil wir jetzt den Sonntag heute mal tatsächlich Pause machen. Sowas kommt auch vor. Gut, dann nehmen wir euch in den November auch weiter mit dem Video mit, wie wir das Bad weiter noch bearbeiten. Wie man sieht, die Wände müssen noch gemacht werden, die Decke muss noch verspachtelt werden. Hier will ich auch noch mal komplett aufspachteln. Und ja, der Raum wird fertiger und fertiger. Dann bis dann!